Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Feuer! Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part. Heute geht's um Frostbödenmeer. Ja! Hoffentlich sehe ich diesmal One Piece. Ey, mit diesen versteckten Wegen, das ist aber auch immer absoluter Mist. Ich glaube, ich will deine Power. Ja, viel angenehmer. Komm her, Schildkröte. Hui! Nein! Ich brauchte den wahrscheinlich. Naja, jetzt ist auch zu spät. Ich habe sogar noch ein bisschen von den Kraftboosts vom letzten Mal, weil ich mache hier gerade eine Aufnahme-Session. Ich gucke nach der Session, wo ich beim letzten Mal verpennt habe. Komm hier! Autsch! Ich brauche ein Reisbällchen. Was habe ich bisher verpennt? Was liegt im möglichen Verpennungsbereich? Oh! Dass ich rollen kann. Rolli, die, die, roll, roll, roll. Hui! Pam! Hab die Wand getroffen. Ich komme! Dass ich doch nicht im Stich wurde, die. Und ist hier unten auch irgendwas? Außer meinem Verderben. Ey, dieser Wind ist schrecklich. Warte mal. Das ist doch nicht nur Zierde, ey. Hab sie! War doch klar, dass das nicht nur Zierde ist. Genauso dieser Weg, der hier runterführt. Das ist doch niemals nur Zierde. Okay, es war nur Zierde. Ja! Ender! Oh, da unten sehe ich schon meinen Job. Tschüss! Ich darf wieder den Ringstopper gleich holen. Aber erstmal räumen wir hier auf. So. Ringstopper. Autschen. Tschüss. Ich sag dir tschüss. Okay, da ist nichts. Das ist geklärt. Genieße drei Mahlzeiten auf hoher See. Okay, ich muss noch dreimal was zu essen finden. Der Bereich sah mir so verdächtig aus. Entschuldigung. Genieße drei Mahlzeiten auf hoher See. Da ist die zweite. Wo ist Nummer drei? Einen Moment, das hat Vorrang. Verzieh dich. Du auch. Waddle, ich komme dich retten. Da war sogar die dritte Mahlzeit. Als ob ich ihn essen würde. Also, so sieht es halt aus. Ob ich ihn essen will. Autschen, Autschen. Tschüss. Oh, da ist wieder was versteckt. Bisher habe ich alle Aufgaben hinbekommen. Ich brauche Feuer. Kommt her!
Das war praktisch. Feuer mit Feuer bekämpfen, ja. Das bringt's. Och nö, wieder der hässliche Wind. Tschüss. Oh, eine Lampe. Wenn die mehrere sind, dann sind es wahrscheinlich die Lampen. Hallo, Waddle. Kann sein, dass ich schon einen übersehen habe, ne? Man kennt es. Da ist was. Da ist eine Kiste, an die ich ran will. Oh, und ich habe einen Schatz gefunden. Drachenfeuer. Ein besseres Feuer, oh Gott. So, jetzt schon heftig. Ich bin aus Feuer und habe es geschafft einzufrieren. Ich sehe da schon ein Geheimnis. Ja, definitiv die Lampen. Haben will. Tschüss. Ich will nicht. Spring in einen Geheimraum im Untergrund. Ich hab geschafft. Ich habe alle Geheimnisse gefunden. Okay, offenbar wird Feuer gebraucht. Ich sehe schon. Komm, geh hoch. Ja! Hui! Hui! Ja, Geld und Waddle! Okay, es waren aber nicht die Laternen tatsächlich. Aber durch die Laternen hat man den Rest gefunden. Ich sehe schon, wie das hier gleich funktioniert. Ich drücke mich jetzt in den Schalter rein. Hui! Ah, endlich ist dieser ekelhafte Wind weg. Okay, die Höhle hätte ich wahrscheinlich im Normalfall übersehen. Wie ich mich kenne. Diese Trophäe zum Riesenkabu finde ich gut, ne? Einfach so ein großer, der kleine auskotzt. Schlacht auf der Blizzardbrücke. Okay, da gibt es auf jeden Fall einen Bosskampf. Da-da-da! Um die Herausforderungen kümmere ich mich sofort, ne? Kann ich jetzt eigentlich hier... Nee. Hätte ja sein können. Ich will erstmal das Drachenfeuer sehen. Außerdem erfahre ich so, ob ich was vergessen habe. Oh, neues Minispiel! Wir können jetzt hier angeln? Das probiere ich mit Zadis zusammen aus. Habe ich ja nur mal einen Grund, ihn zurückzuholen. Der wird im nächsten Gebiet im Übrigen wieder dabei sein. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. So, wir schalten das Drachenfeuer frei. Das ist hoffentlich richtig heftig. Oh, das Feuer, die Bombe wurde auch besser. Okay. Gucken wir uns erstmal den heftigeren Kugelblitz an. Der eh schon overpowered, wie sonst was ist.
Die Sequenz können wir überspringen. Ein Zylinder gefüllt mit Elektrizität drauf. Was? Was kann dieser Kugelblitz jetzt neu? Oh, der kann die Zeit anhalten. Oh, das ist ja cool. Kann man ja richtig gut reinhauen. Okay, das ist viel cooler als der normale Megablitz. Weil dann kann ich die Zeit anhalten und so richtig gut Schaden verteilen. Das ist wahrscheinlich auch richtig gut bei Bossen. So, die Sequenz lasse ich jetzt aber drin. Und Drachenfeuer. Stimmt, irgendwie so eine Drachenmütze. Ungefähr. Eine Drachenklaue als Mütze. Boah, der sieht so richtig finster mit dem Drachenfeuer aus. Also da die Besonderheit. Ah, der kann viel länger fliegen. Macht das auch gut Schaden? Wenn man jetzt so in diesem Feuer gefangen ist? Na, es hält sich in Grenzen. Aber schön, damit kann man fliegen und vor allen Dingen nahe beim Boden macht man noch so eine Flammenspur. Ja, ist generell stärker, ne? Ich will nur gucken, ob man das auch aufladen kann. Um Gottes Willen, Gott Kirby! Okay. Er kann einmal kurz einen auf Gott machen. So, jetzt ist an der Zeit, die Bonusdinger einzusammeln. Einmal den Tornado-Schatz. Da bin ich normaler Tornado. Oh, Mann. Warum nicht der Feder-Tornado? Na gut, was ist da großartig besonders? Er ist ein bisschen schneller und macht mir Schaden. Easy? Easy? Nicht mehr easy. Easy. Geht tatsächlich. Hätte ich jetzt die Richtung gewusst, wäre ich auch instant in die Richtung geflogen. Also das war easy. So, und jetzt... Oh, ich kann hier suchen. Habe ich gerade gesehen. Bremskugelblitz. Darf die neue Technik direkt nutzen. Oh, und ich sehe auch wofür. Einfach durch. Oh, die Kugeln machen mir trotzdem Schaden. Das ist einfach nur, damit ich besser durchkomme, ne? Und die Gegner soll ich mitnehmen, weil es die Zeit verlangsamt. Ist egal auf welcher Seite, ne? Hauptsache ich nehme einen mit. Boah, der Bremskugelblitz, der ist ja richtig geil. Einfach durch jeden. Scheiß auf alles. Da brauchst du ja gar nichts machen. Ach, das hält auch die Zeit von der Prüfung an. Oh, das ist ja cool.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die Zeit auch angehalten wird. Okay. War doch eine interessante Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.